Genau, 21, 22. Let's go. Eins, zwei und wieder. Bewegen. Schläger in die Hand, ne? Genau. Hep. Und mach den Punkt gegen mich. Oh, Trainer macht den Fehler. So, das klappt wunderbar. Nina hat gerade ihren ersten Kurs 60 Minuten in 60 Minuten Tennis lernen hinter sich. Und ich habe ihr mit einem schönen Ansatz von leicht nach schwer gezeigt, wie man in 60 Minuten so weit kommt, dass ihr wie Nina schon Bälle übers Netz spielen könnt, dass ihr Aufschläge von unten spielen könnt. Und darum soll es in meinem heutigen Video gehen. Mit Nina spiele ich heute eine Stunde Tennis. Natürlich verkürzt für euch. Viel Spaß. Tennis lernen in 60 Minuten. Ja, der Titel dieses Videos verspricht relativ viel und ich nehme es vorweg, nein, natürlich ist es nicht möglich, in 60 Minuten alles rund um das Tennisspiel, um das gefestigte Spiel an der Grundlinie, um die Techniken und so weiter, alles in 60 Minuten zu lernen. Was ich dir aber garantieren kann, ist, dass man in 60 Minuten einem Schüler oder einem Spieler so viel Freude an diesem tollen Sport zeigen kann oder vermitteln kann, dass man in 60 Minuten durchaus spielfähig es schafft, die ersten Bälle ohne großartige Fehler hin und her zu spielen. Und das möchte ich dir in diesem Video zeigen mit der lieben Nina, die wir jetzt mit hier dazu holen. So, da sind wir auch schon. Die Nina habt ihr in meinen vorigen Videos schon kennengelernt. Und ich würde ja jetzt lügen, wenn ich sagen würde, es ist deine wirklich allererste Tennisstunde. Nein, es ist nicht deine allererste Tennisstunde, sondern wir haben neulich mal ein Video gemacht, da haben wir an der Ballwand ein paar Übungen gemacht. Ich blende es euch auch nochmal ein. Aber es ist tatsächlich das erste Mal, dass ich mit Nina auf dem Tennisplatz stehe. Bist du aufgeregt? Und wie verrückt. Genau, sie hat eigentlich noch nie von der T-Linie oder übers Netz gespielt. Ich möchte euch jetzt zeigen, wie wir am besten jetzt vorgehen, wie ich vorgehe, was für mich ein Erfolgsrezept ist, wie sie vom Platz kommt und sagt, hey, ich habe was gelernt, hey, ich habe Lust, diesen Sport weiter zu betreiben. Denn eins dürfen wir natürlich nicht vergessen, Tennis ist kein einfacher Sport. Gerade Anfangsfrustration ja, ist immer so ein Faktor, wo man dann eben sagt, ich weiß nicht, ob das Richtige für mich ist. Deswegen ist es extrem wichtig, dass wir in der ersten Trainingsstunde Spaß vermitteln. Dass Nina hier heute rausgeht mit einem positiven Gefühl, mit einem Erfolgserlebnis und das Gefühl hat, Tennis auch wirklich lernen zu können. Ohne jetzt den Badminton-Leuten zum Beispiel zu nahe treten zu wollen, wenn man jetzt Badminton mit Tennis vergleicht und ich spiele das allererste Mal Badminton, da stelle ich mich auf den Platz und ich schlage so ein bisschen an den Ball dran und habe relativ schnell ein Erfolgserlebnis, weil der Ball natürlich viel langsamer fliegt. Und ja, das ist beim Tennis eben anders. Schlage ich im Tennis eben so an den Ball, fliegt der Ball über den Zaun und dann entsteht relativ viel und relativ schnell dann eben Missmut, was dann eben die Leute bewegt, nicht weiterzumachen. Und deswegen jetzt hier in dieser Übung in dieser Trainingsstunde wirklich von klein, von einfach nach schwer gezeigt, wie ich Schritt für Schritt vorgehen kann. Bei allen Übungen, die ich euch jetzt zeige, ist ein Grundsatz ganz wichtig. Wir haben als Ziel, mit ihr heute im kleinen Feld hin und her spielen zu können, vielleicht auch schon die ersten Punkte ausspielen zu können und vielleicht auch mit dem Aufschlag schon arbeiten zu können. Ganz wichtig, wenn wir jetzt das Ganze erlernen und sie hat ja letztendlich noch nie gespielt, dann müssen wir von leicht nach schwer arbeiten. Das heißt, wir steigern die Schwierigkeit von Anfang bis zum Ende. Und jetzt müssen wir uns auch überlegen, wir haben jetzt hier eine Erwachsene, Nina, und natürlich könnt ihr diese Übung auch mit kleineren machen, müsst euch aber überlegen, welche Bälle ihr nehmt. Jetzt für die Erwachsenen, gib mir mal einen Ball, Nina. Ja, verwende ich auf keinen Fall die statischen, auf keinen Fall mit den ganz normalen Tennisbällen, sondern hier 25% Druck reduziert. Stage 1 würde ich für Erwachsene nehmen, für Kinder Orange, Stage 2 oder sogar Stage 3. Ja? Das solltet ihr auf jeden Fall beachten. Wenn ihr mehr über die Flugeigenschaften und alles, was diese Bälle anbetrifft, wenn ihr da mehr erfahren wollt, ich verlinke euch hier nochmal in einem Video, wo ich das alles erklärt habe. So, jetzt starten wir allerdings und wir fangen an mit der ersten Übung. Wir nehmen, wie gesagt, hier die Bälle. Und jetzt ist es wichtig, dass sich Nina, die ja noch nie mit Tennisschläger und Ball, außer der Ballwandaktion, auf dem Platz war, ist es wichtig, dass wir ihr jetzt zeigen, wie man sich eingewöhnt, welche Eigenschaften eben der Tennisball hat, wie er sich verhält. Und da fangen wir jetzt ganz normal an. Ich checke jetzt erstmal so in meiner ersten Sache, die ich mache, ja, wie viel Ballgefühl hast du, wie gut ist deine Augen-Hand-Koordination? Und deswegen bewegen wir uns ein bisschen. Wir haben zwei Bälle in der Hand. Ich gebe dir nochmal einen. Bewegen uns und werfen jetzt einfach erstmal Bälle mit der rechten und linken Hand hoch. Und du fängst die dann einfach mal, ja, dass du einfach mal guckst. Genau. Wie gut klappt das? Mit der zweiten Übung nimmst du die beiden und jetzt versuchst du mal mit beiden
Wellen gleichzeitig hochzuwerfen und die schon zu fangen. Genau. Da sehe ich auch das. Ja, das kann passieren. Im nächsten Schritt soll Nina lernen, wie die Bälle abspringen, ja, und schon mal so ein bisschen das Absprungverhalten letztendlich testen. Dabei gibt es natürlich hier das klassische Brellen. Das machen wir jetzt erstmal mit der rechten Hand. Genau. Und dann machst du das Ganze auch mal mit der linken Hand. Also wir wechseln mal. Und dann der Klassiker, dann nimmst du mal nur einen Ball mit in die Hand, gibst mir einen geben und jetzt machst du immer im Wechsel, rechts und links im Wechsel. Genau. Ja, es geht ums Eingewöhnen, dass sie sich vertraut macht mit dem Absprungverhalten des Balles. Denn das muss sie ja natürlich auch später können, wenn sie mit Schläger und Ball arbeitet. Sehr gut gemacht. Jetzt machen wir eine Partnerübung mit Trainer und Spieler. Das heißt, ja, du wirfst oder wir werfen uns gleichzeitig den Ball gleichzeitig auf die andere Seite und versuchen ihn einfach zu fangen. Genau, immer gleichzeitig. Das Ganze machen wir jetzt mal mit Auftippen. Also du wirfst jetzt bitte den Ball nicht direkt zu mir, sondern einfach nach oben auf den Boden. Genau, und musst ihn dann wieder fangen. Genau. So, und da können wir jetzt bei dieser Übung uns auch schon mal so ein bisschen fordern. Jetzt hast du im Moment nicht so schnell. Ne? Jetzt hast du mir direkt geworfen. Also wir können so werfen, genau, dass die andere oder der andere Spieler sich auch so ein bisschen bewegen muss. Dass wir schon mal den Weg jetzt üben hin zum Ball. Ja? Genau. Wir versuchen immer vor dem Körper zu fangen. Das ist wichtig. Ja? Also nicht, dass wir jetzt hier irgendwie hier fangen, sondern immer vor dem Körper. Das wird auch gleich eine ganz wichtige Rolle spielen, wenn wir mit Schläger und Ball arbeiten. Wenn ihr mehr von diesen Übungen sehen wollt, dann empfehle ich euch mein Video 15 Auge-Hand-Koordinationsübungen, wo genau solche Übungen nochmal eine Rolle spielen. Also, ich verlinke euch hier, wenn ihr Lust habt, schaut nach dem Video mal rein. Wir haben ja gesagt, von leicht nach schwer, das heißt, jetzt wird es schwieriger. Jetzt nehmen wir auch schon das erste Mal den Schläger in die Hand und wir machen ganz einfach die Übung, dass wir schauen, dass wir Nina damit vertraut machen, wie der Ball auf dem Schläger sich verhält. Ja? Das heißt, wir haben den Schläger vorne. Und Nina versucht, den Ball auf dem Schläger zu halten und sich dabei zu bewegen. Jetzt muss ich Nina allerdings zeigen, dass es, denn wir wollen ja später auch übers Netz spielen, dass es eine Vorderseite und eine Rückseite gibt. Also wir schlagen ja später im späteren Tennis den Ball mit der Vorderseite und mit der Rückseite. Das heißt, Nina, du nimmst den Schläger jetzt einfach mal ganz normal, ja, und jetzt schon mal eine ganz wichtige Sache. Nicht mit irgendwelchen riesigen Technikdetails anfangen. Ich zeige ihr jetzt nicht den Vorhand- und den Rückhandgriff. Das brauchen wir alles in der ersten Stunde noch absolut überhaupt nicht. Also, ich würde sie damit jetzt nur überfordern. Das heißt, ich sage einfach, nimm den Schläger einfach so, wie es dir richtig gefällt. Genau, ich vermeide häufig das Wort Bratpfanne, aber es ist tatsächlich so. Ja, Bratpfanne, wie eine Bratpfanne. Und jetzt musst du wissen, Nina, jetzt gibt es eben eine Vorderseite und wir schlagen den Ball später eben halt auch mit der Rückseite, auf der Rückseite. Und jetzt machen wir Übungen, die eben genau das trainieren. In der ersten Übung schlagen wir bitte nur mit der Vorderseite einmal den Ball nach oben und du gehst immer mit dem Ball nach unten mit, ja, und spielst den Ball nach oben raus. Genau, immer mit der Vorderseite. Richtig. Na, das lasse ich sie jetzt mal so eine Minute machen. Wenn sie nämlich merke, das klappt gut, dann können sie auch schon etwas schneller vorangehen. Ich sehe, sie hat da keine Probleme mit. Ja, gebe ihr natürlich jetzt Hinweise, dass sie natürlich immer ein bisschen hoch spielen muss, damit der Ball auch wieder vom Boden rausspringt, ne, und sie dann nicht ganz so tief muss. Okay, halt mal bitte den Ball an. Und das Ganze jetzt, ganz wichtig, jetzt machen viele Leute, die jetzt sagen, ah, ich möchte jetzt mit der Rückseite spielen, die machen jetzt Folgendes. Ja, die drehen einfach um und nehmen den Schläger dann von der Seite. Ja, das ist natürlich nicht so ganz Sinn der Sache. Das heißt, wir wollen ja den Wechsel jetzt trainieren. Das heißt, Nina, du bleibst bitte mit dem Griff, wie du bist. Du hast eben so gemacht. Und jetzt drehst du den Schläger auf die Seite und spielst ihn wirklich bewusst so hoch. Ja? Also von unten wieder raus. Genau. Ja, und dann auch immer mitgehen, immer mit nach unten. Denn wir wollen jetzt sie auch schon dahin bringen, dass später auch das spätere Tennisspielen natürlich auch eine Sache aus den Beinen heraus ist. Ne? Das können wir ihr jetzt auch damit schon vermitteln, dass sie sich nicht nur starr hinstellt, sondern auch immer auch mitgeht. Ne? Das ist wichtig. Ihre Beine sollten eigentlich immer auch in Aktion sein. Okay, gut. Und wir haben ja später dann auch den Wechsel Vorhand und Rückhand. Relativ klar, was jetzt kommt. Das heißt, jetzt wechselst du bitte immer wieder die Seite. Ja? Drehen, ganz genau, jawohl. Als kleine Abwechslung zu dieser Übung könnte man jetzt auch mit den Händen arbeiten und Schläger. Das heißt, ich spiele hoch, brenne den Ball mit der Hand hoch und auch hier wieder mit der Vorderseite des Schlägers. Versuch's, Nina, genau, genau, Ball. Und jetzt drehst du dann gleich auch mal den Schläger, spielst mit der anderen Seite wieder hoch. Nie die Rückhand dann vernachlässigen, immer Vorderseite, Rückseite. Okay, halt mal wieder an. Wir wollen später ja natürlich auch
einmal in diese Richtung gehen mit dem Anspielen, Anspiel von unten. Und da spielen wir die Bälle ja aus der Luft. Das heißt, jetzt machen wir auch schon mal hier den Klassiker. Ja, das heißt, du nimmst den Ball wieder mit der Vorhandseite und versuchst, den Ball zu halten. Und da wird es jetzt schon deutlich schwieriger werden. Wir arbeiten ja wieder von leicht nach schwer. Aber auch das kriegst du gut hin. Jawohl, ha, hat sich schon das vorgenommen. Na, also auch Vorderseite, Rückseite. Auch das mal probieren. Für all diese Übungen habe ich auch mal ein Video gemacht. 30 Übungen für Anfänger mit Ball und Schläger, Koordination. Schaut es euch an nach dem Video, ich verlinke euch hier. So, jetzt wollen wir schon interagieren. Das heißt, jetzt wollen wir schon miteinander spielen. Das heißt, in der nächsten Stufe, und jetzt wie gesagt von leicht nach schwer, spielst du bitte den Ball hoch und ich schlage ihn und wir bewegen uns auf dem Tennisfeld ganz frei. Ja? Also du spielst einen hoch, einmal nach oben, ganz genau. Jetzt spiele ich ihn nach oben, immer von unten nach oben. Und wie oft darf der Ball auftippen im Tennis? Genau, einmal und wir interagieren. Ja? Und wir versuchen jetzt, das hat der Trainer jetzt nicht gut gemacht, den Ball immer so zu schlagen, dass er nach Möglichkeit sich wieder senkt und dass ich dann den Ball schlage. Ganz genau. Nein, jetzt mit der Vorderseite. Jawohl. Und auf der Seite mit der Rückseite. Und das zeige ich ihr jetzt natürlich, dass man links dann mit Rückhand spielt. Genau. Und auf der rechten Seite mit Vorhand. Genau. Ganz einfache Übung. Kein Netz, nichts. Macht es einfach. So entstehen Erfolgserlebnisse. So, wenn Nina das alles gut jetzt kann, versuchen wir wieder eine Stufe schwieriger zu werden. Jetzt nehmen wir nämlich das Feld mit hinzu, die Feldbegrenzung. Und da machen wir es wieder eine Stufe leichter. Wir spielen noch nicht übers richtige Netz, sondern wir spielen im kleinen Feld komplett ohne Netz. Das heißt, hier, Nina hat dieses Feld und ich habe das Feld und wir spielen genau das, was wir jetzt gerade gespielt haben, spielen wir mal hin und her. Genau. Also, es geht jetzt einfach darum, sich vorzustellen, hier ist ein Netz, ja, hier ist eine Begrenzung. Und wir spielen den Ball immer schön, genau, immer schön vor dem Körper. Das ist ganz wichtig. Darauf solltet ihr achten, dass der Spieler jetzt hier nicht hier hinten schlägt, ja, und schon gar nicht, ihr habt es gerade gesehen, ich habe jetzt hinten geschlagen, schon viel Schwung aufgewendet und schon verliert Nina den Ball. Bei diesen ganzen Übungen ist es völlig okay, wenn die Spieler den Ball lupfen, ja, also vor dem Körper spielen. Hat überhaupt keinen Sinn, ihr jetzt zu zeigen, wie man eine Schleife macht, wie man ausholt, ja, weil das würde letztendlich nur viel zu viel Druck und viel zu viel Schnelligkeit in den Ball bringen, den wir jetzt hier für so Übungen überhaupt nicht brauchen. Also nicht zeigen, Schleife und sowas in der ersten Stunde, völlig unnötig. Ja? Wir wollen schauen, dass wir miteinander spielen können, dass Nina Spaß hat und Spiel an. Genau, Spaß am Spiel bekommt und Erfolgserlebnisse sammelt. Ja? Genau, das wollen wir haben. Ich habe ja das Ziel, mit ihr gleich Punkte auch auszuspielen im kleinen Feld. Also nehmen wir auch den Aufschlag mit. Das heißt, jetzt machen wir folgende Übung. Ich spiele dich an, Nina, und du fängst bitte den Ball mit der linken Hand. Danach stellst du dich wieder hin, lässt den Ball aufspringen und spielst ihn bitte wieder so rüber, dass ich ihn ordentlich fangen kann. Ja? Also, ich spiele dir hin, du fängst ihn mit der linken Hand. Ja, spiele natürlich auch noch auf die rechte Seite, sehr gut. So, jetzt stellst du dich ein bisschen seitlich, lässt den Ball fallen und spielst ihn ganz locker wieder zu mir. Genau. Und ich fange ihn wieder, stelle mich ein bisschen seitlich und spiele ihn wieder rüber. Den Schläger ein bisschen nach hinten nehmen. Jawohl, und ich fange ihn wieder und so weiter. So, da wir ja natürlich alle wissen, dass wir später den Aufschlag nicht auftippen lassen dürfen, sondern aus der Luft anspielen müssen, üben wir das jetzt direkt auch. Das heißt, Nina, auf geht's, du spielst ihn an. Erstmal ganz normal, ich zeige dir, wie es geht. So, jetzt fängst du ihn, jetzt stellst du dich so und spielst ihn schon, wirfst ihn hoch und spielst ihn aus der Luft zu mir rüber. Genau. Genau. Ja, und auch da bekommt sie jetzt ein bisschen das Gefühl, wie weit muss ich spielen, wie schnell darf ich an den Ball schlagen, damit er eine gewisse Länge erreicht. Ja, einfache Übung, aber führt zum Ziel. Wenn wir auch diese Challenge geschafft haben, gehen wir auf die andere Seite. Nina freut sich schon, jetzt spielt sie das erste Mal Tennis übers Netz und wir fangen wieder ganz klein an. Ja? Das heißt, jetzt auf keinen Fall so weit zurückgehen, sondern wir starten wieder ganz nah am Netz und lupfen den Ball von unten nach oben ganz locker übers Netz. Genau. Wichtig immer vor dem Körper, wie schon gesagt. Dann kommen wir jetzt zu einer ganz wichtigen Übung, ist eigentlich eine meiner Lieblingsübungen, die ich wirklich fast mit jedem mache, nämlich Kontrollschlag. Das heißt, Nina, du hast jetzt die Aufgabe, den Ball einmal zu stoppen und dann weiterzuspielen. Also du sollst ihn nicht direkt rüberspielen, sondern wenn der Ball kommt, stoppst du ihn dir einmal, lässt ihn wieder auftippen und spielst ihn dann rüber. Diese Übung hat jetzt zur Folge, dass ich Nina nach jedem Kontrollschlag, nach jedem Stoppen immer wieder neu stellen muss. Stopp, das war falsch.
Genau. Nochmal, dir selber einmal hochlegen. Jetzt muss sie sich neu stellen. Genau. Und diese Übung ist extrem effektiv, weil sie lernt jetzt eben halt auch schon, dass sie versuchen muss, den Ball vor dem Körper zu halten. Ja? So, was würde jetzt, genau, jetzt hat sie es nämlich sehr gut gemacht. Eben gerade war es nicht so gut. Eben gerade hat sie den Ball, den Schläger relativ waagrecht gehalten. Was passiert? Der Ball kommt und springt hinter sie. Und dann hat sie natürlich hat sie es schwierig, den Ball noch zu bekommen. Sie würde sehr wahrscheinlich den Ball dann verlieren. Das heißt, sie muss in dieser Übung auch schon lernen, wie halte ich den Schläger, dass der Ball entsprechend abspringt, ja, wieder nach vorne eben zurückspringt. Deswegen ist es hier wichtig, den Schläger schräg zu halten, etwas offen zu halten. Ja, nimm da ruhig Rückhand, ne? Die ja auf links aufgespielt, ne? Dann spielst du da Rückhand. Also, spiel nochmal an, locker. Genau, so, und jetzt nochmal Vorhand. Schräg halten, genau, dass er vor dir bleibt. Und jetzt mit der Rückhand auch mal arbeiten. Guck mal, wie ich jetzt, mit zwei Händen. Genau. Und locker rüber. Ups, den kriege ich nicht. Um jetzt das Gefühl auch für den Ball aus der Luft zu bekommen, kann man diese Übung mit dem Kontrollschlag auch wunderbar eben aus der Luft machen. Also so, also stoppst dir einmal und spielst ihn aus der Luft wieder rüber. Genau, super. Das Ganze auch auf der Rückhandseite. Ruhig auf der Rückhand. Wir haben immer zwei Seiten. Nie eine Seite bevorzugen. Nie immer nur auf der Vorhand spielen. Deswegen sind später Fußballer auch so gut, wenn sie versuchen, beidbeinig es sich direkt anzugewöhnen. Ja, dann haben sie später weniger Probleme, mit beiden Beinen zu schießen. Und so ist es jetzt hier beim Tennis auch. Ja, wenn ich nur mit der Vorhand jetzt übe, weil es für mich jetzt leichter, ist, genau, dann werde ich natürlich später auch mehr Gefühl eben für die Vorhand entwickeln und immer deutlich lieber Vorhand spielen. Ja, wir wollten aus der Luft spielen, Nina. Genau. Kap. Ja. Hep. Wir haben etwas erschwerte Bedingungen. Nina steht komplett mit der Sonne. Das liegt jetzt an der Kamera. Wir haben heute tollstes Wetter. Geht in den Herbst rein. Und ihr seht, wir haben jetzt die Distanz vergrößert. Ja? So, das heißt, wir spielen jetzt schon im Feld hin und her und versuchen, den Ball zu halten. Wenn ihr das jetzt macht, dann ist es wichtig, dass ihr euch Ziele setzt. Nach Möglichkeit nicht einfach hin und her spielen, sondern um eben auch die Spannung aufrechtzuerhalten für euren Schüler. Dass ihr sagt, wir haben das Ziel jetzt, fünfmal den Ball in Folge mit der Vorhand hin und her zu spielen. Wenn wir das Ziel geschafft haben, stecken wir uns ein höheres Ziel. Danach spielen wir fünfmal mit der Rückhand oder eben dann später 10-mal insgesamt, ohne dass ein Fehler passiert. Ja? Bei so kleinen Übungen würde ich auf jeden Fall jetzt eine Sache, und das sieht man jetzt, was Nina jetzt macht. Sie stellt sich jetzt halt hin wie so ein Sack, ja, und wartet so auf den Ball. Das sind so Sachen, da würde ich jetzt auf jeden Fall auch schon eingreifen und würde sagen, Nina, im Tennis ist immer ganz wichtig, aus einer Bereitschaftsposition zu kommen. Ja, das heißt, es ist ganz wichtig, dass du nach jedem Schlag den Schläger wieder mit beiden Händen greifst, ja, um somit, wenn ein Ball auf die Vorhand oder auf die Rückhand kommt, so einen möglichst kurzen Weg auf die eine oder andere Seite hast. Stellst du dich so hin und wartest so auf den Ball, der Ball kommt auf die Rückhand, hast du einen sehr langen Weg auf die andere Seite. Ja, daher immer wieder zurück zur Mitte. Auf geht's. Und wir spielen hin und her. Jetzt greifst du den Schläger wieder, ne? Schlägerspitze nach vorne. Genau. Und wir spielen hin und her. Ich bekomme jetzt durch meine Vorübung, hat Nina schon ein sehr gutes Gefühl dafür, welche Länge sie spielen muss, wie schnell sie an den Ball, wie stark sie an den Ball schlagen muss, damit der Ball auch immer wieder von mir zurückgespielt werden kann. So, wir haben es fast geschafft. Ziel soll es sein, miteinander spielen zu können, mit Aufschlag. Das heißt, der Aufschlag fehlt uns noch. Das heißt, ich würde auch in der ersten Spielstunde schon mal versuchen, ihr zu zeigen, wie ein Aufschlag von unten funktioniert, dass wir drei Sachen, wichtige Sachen haben. Spieleröffnung, Vorhand und Rückhand. So, für den Aufschlag nimmst du dir am besten Ball. Ich nehme mal kurz die Kamera mit auf die andere Seite. Du stellst dich hier hin, dass die Kamera ein bisschen einfangen kann. Genau. So, und jetzt ist es beim Aufschlag wichtig, stell dich mal daneben, dass du dich seitlich hinstellst. Und du musst wissen, dass du den Ball nicht auftippen lassen darfst und rüberspielen darfst, sondern du sollst ihn aus der Luft rüberspielen. Und da gibt es jetzt einen kleinen Trick. Du hältst den Arm ein bisschen nach vorne, ganz genau, und hältst den Schläger, ja, ungefähr in so einem halben Meter Abstand nach hinten. Ja, nicht so, genau. Lass ihn hier. Ne, der Zeigefinger, der muss rum. So. Und jetzt hast du einen leichten Schwung nach vorne, ja? Und ganz wichtig, es ist kein hektischer Schwung, sondern ein leichter. Du arbeitest hier aus dem Armschwung, ja? Ganz langsam. So, und jetzt ist eine Sache ganz wichtig beim Aufschlag von unten. Werf dir den Ball nach Möglichkeit leicht nach oben. Er darf dir aber nicht zur Seite weggehen, ja? Also du sollst ihn nicht zur Seite werfen, sondern nur leicht nach oben. Ich zeig's dir mal. So,
hierhin, jetzt machst du mal das, wirfst ihn dir hoch, ganz genau, versuchst ihn immer so ganz langsam wieder zu fangen. Und alles immer auf der rechten Seite, weil hier kommt jetzt dein Schläger gleich ins Spiel. Ne? So, und jetzt versuchst du mal, den Ball hochzuwerfen und dann mit der Schlägerspitze genau in die Richtung zu folgen, wohin du spielen möchtest. Okay, nochmal. Ja, mach ruhig ein, zwei Probewürfe, dass du ungefähr weißt, wo du auf der Bahn bist. Okay, genau. Und nochmal. Ja, und so versuche ich sie da jetzt. Ja, du, ne, hier oben ist es schwierig. Ne? Versuch hier unten zu arbeiten. Ne? Nicht so weit auf Schulterhöhe treffen, sondern auf Hüfthöhe. Genau. Weiter unten. Nein. Lass ihn fallen. Lass ihn wieder fallen. Locker, locker fallen lassen, den Ball. Genau. Jetzt könnte man ihr, wenn man merkt, sie hat jetzt da so ein Problem mit, könnte man ihr einen kleinen Tipp geben, und zwar zählen. Geh noch mal ein Stück zur Seite, bitte. Dass man sagt, man wirft hoch und zählt 21, 22. 21, 22. 21, 22. Dass ihr einen Rhythmus bekommt. Ja, probier das mal. Du sagst 21, 22. 21, 22. Ja, das Timing war gut. Jetzt warst du deutlich weiter unten. 21, 22. Genau. Gut. 21, 22. Genau. Und diese Übung verhindert jetzt, dass sie eben 21, 22 sofort da oben sagt, sondern sie hat den Rhythmus 21, 22, also 21, 22 und nicht 21, 22. Genau. Gut, wollen wir zuerst mal spielen? Wollen wir das erste Mal hin und her spielen mit Aufschlag? Okay, du zockst mich ab. Los geht's. Nina und ich sind bereit für unser erstes Match. Und wir spielen jetzt nicht einfach irgendwie drauf los, sondern du machst Aufschlag. Du weißt auch, wohin der Aufschlag muss. Ne? Er muss in das Feld. Mir gerade ja geübt. Und jetzt machen wir nicht einfach hin und her ausspielen und ihr schon sagen, jetzt versucht den Punkt zu machen, weil dann würde sie irgendwas anfangen, würde sie anfangen, andere Bewegungen zu machen, als wir es eben gemacht haben. Sie würde versuchen, andere Sachen auszuprobieren. Das heißt, wir machen eine kurze Vorgabe, nämlich der Ball soll, nachdem du das Aufschlagspiel getroffen wirst, soll der Ball noch 5-mal hin und her gespielt werden, insgesamt. Das heißt, du spielst den Ball zu mir zurück, ich spiele ihn zu dir und danach haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Und mit dem 5. Schlag kannst du dann versuchen, den Ball gegen mich den Punkt zu machen. Okay, auf geht's. Du fängst an mit Aufschlag. 21, 22, sehr gut. So, und jetzt kommt mein erster Schlag. 2, 3, 4, 5. Und jetzt kannst du versuchen, und du bleibst aber, und jetzt versuchst du mich einfach ein bisschen auszuspielen. Das heißt, jetzt versuchst du, ein bisschen in die Ecken zu spielen. Genau, der Trainer kommt noch dran. Und schlagen. Und jetzt schickt der Trainer dich. Wo bist du? Jawohl. Oh, der ist aus. Schade. Ja, ihr müsst es als Trainer dann natürlich auch ein bisschen moderieren. Spaß vermitteln, ja. Und ich glaube, wenn wir das jetzt hier so nochmal so 10 Minuten machen, hast du einen tollen Abschluss der Stunde. Sie geht vom Platz, kannst ja mal rüberkommen, genau, komm mal rüber. Und ich denke dann, ja, habt ihr eine tolle erste Stunde als Trainer gehalten. Würdest du mit einem guten Gefühl aus dieser Stunde rausgehen, oder? Ich komme wieder. Du kommst wieder, genau. Also Tennis hat dir Spaß gemacht, sie kommt wieder, alles erreicht, was wir jetzt als Trainer haben wollen, wollen die Schüler motivieren. Und ja, das ist mein Ansatz für die erste Stunde. Mich würde es stark interessieren, wie ihr als Trainer mit diesem Thema umgeht. Wie sieht eure erste Trainingsstunde aus mit Schülern, die das erste Mal auf dem Tennisplatz stehen und noch nie gespielt haben? Wie sah eure erste Tennisstunde aus für euch als Spieler? Würde mich auch interessieren. Also, wenn ihr Lust habt, schreibt es mir in den Comments. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bis dahin, euer Martin und die bälle sammelnde Nina. Jetzt habe ich gar nicht Tschüss. Tschüss. Ciao. Macht's gut.